Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit so gut es geht überstanden mit ganz viel leckerem Essen. Und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal ein riesiges Dankeschön aussprechen, dass ihr meine Videoreihe Christmas Countdown so, so sehr gefeiert habt und echt viel verfolgt habt. Und ja, da kommt einfach viel Feedback an mich zurück und vielen, vielen Dank nochmal an euch. Weihnachten ist vorbei, Silvester steht als nächstes vor der Tür. Das heißt, ein altes Jahr vergeht und ein neues kommt. Und ich werde euch heute etwas ziemlich Cooles zeigen. Und zwar habe ich heute einen Show My Year für euch. Die Aktion hat, soweit ich weiß, Maßbit in die Welt gerufen. Und davon gibt es auch noch eine ganze Playlist, die verlinke ich euch gerne unten. Und zwar geht es in dem Ganzen darum, dass die YouTuber, die mitmachen, zeigen von jedem Monat, von dem ganzen Jahr, ein Bild, was eine besondere Geschichte symbolisiert oder das Wichtigste im Monat war. Das heißt, ich habe hier auch ganz viele Bilder ausgedruckt für euch. Und die könnt ihr übrigens auch am Schluss verlosen. Also drei Leute gewinnen ein ganzes Päckchen mit all diesen 12 Bildern. Und ich wünsche euch viel Freude bei meinem Video. Ich muss sagen, ich hatte leider einen nicht so schönen Start in das Jahr 2014 aufgrund von persönlichen bzw. privaten Gründen. Und deshalb ist gerade was mit YouTube zu tun hatte, da ist ziemlich alles erst losgegangen. Das heißt, der hat alles an Bedeutung gewonnen. Und durch dieses Jahr bin ich wirklich erst zu dem Mensch geworden, der ich aktuell bin. Und das Ganze ging, wie gesagt, im Januar los. Und da habe ich das erste Bild schon für euch. Und zwar seht ihr auf dem Bild Diana und mich. Und zwar ist das gegen Ende vom Januar entstanden, wo ich Diana spontan besucht habe. Wir haben uns beim Wintercamp kennengelernt und dann haben gedacht, wir könnten ja mal was zusammen drehen. Das wäre ziemlich cool. Und dann haben wir das gemacht und ich habe sie besucht, bin spontan gefahren. Wir haben uns ja nicht wirklich gekannt vorher. Und ich würde sagen jetzt einfach mal, dass das so ein bisschen der Beginn einer Freundschaft war. Und so die erste YouTuberin, die ich ziemlich intensiv kennenlernen durfte. Und demnach ist das so ziemlich ein großer Anfang gewesen. Alle Videos, die ich in irgendeiner Art und Weise erwähne, verlinke ich euch gerne in der Infobox, denn wir haben zum Beispiel drei Videos zusammen gedreht und in der Infobox. Also schaut euch die mal an. Weiter geht es mit dem Februar und hier habe ich dieses Bild für euch. Dieses Bild ist von der Hochzeit von meinem Bruder entstanden und ich war eine von drei Brautjungfern. Irgendwie war die Hochzeit sehr, sehr kurzfristig und ich war sehr in die ganze Planung involviert. Ich habe zum Beispiel die Brautfrisur gemacht, ich habe ziemlich viel Programm an dem Abend geschmissen, auch wenn es nicht meine Hochzeit war, ein Tag, den ich echt nicht vergessen werde. Und demnach dieses Bild. Und weiter geht es auch schon mit dem März, denn für den März habe ich mir dieses Foto rausgesucht. Dieses Foto ist ein Screenshot von irgendeiner Person, die mir ein Bild davon geschickt hat, ich weiß leider nicht wer. Und zwar ist das von meinem 25.000 Abonnenten-Hangout, das ich gemacht habe. Und da habe ich, wie ich das eigentlich immer mache, dass ihr sagt, hey, fotografiert euren Bildschirm und schickt mir Bilder. Daher ist dieses Bild entstanden. Und das war zum einen mein erster Milestone so ein bisschen. 25.000 ist so ein Viertel von 100.000, also schon cool. Leute erinnern sich heute noch daran. Und zum Beispiel habe ich da auch ein paar Fananrufe gemacht. Und durch diese Fancalls habe ich unter anderem auch über eine Zuschauerin, die zufällig die Schwester von Chris war, Chris kennengelernt. Also so witzige Zufälle, wie man es eigentlich nicht nennen kann, weil es keine Zufälle so in dem Sinne gibt, meiner Meinung nach. Also total witzig und somit habe ich halt auch neue Freunde gefunden über so merkwürdige Art und Weise, wie zum Beispiel dieses Hangout. Der wahrscheinlich bedeutendste Moment im April war, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und zwar ist dieses Bild hier ziemlich direkt nach der praktischen Prüfung entstanden. Da habe ich mich dann nämlich zur Belohnung in den Starbucks gesetzt. Hab mir einen richtig fetten Latte Macchiato geholt oder Karamell Macchiato und einen Cookie und habe erstmal entspannt und mein Leben genossen. Ich war so, so glücklich, dass ich alles hinter mir habe und ich weiß nicht, was ich im Moment ohne mein Auto wäre, weil ich einfach ohne es verloren wäre, glaube ich, weil ich halt echt im Kaff wohne und hier fährt so selten irgendwas. Und demnach mein Führerschein. Für den Mai habe ich mir dann folgendes Bild rausgesucht. Und zwar ist das bei den Dreharbeiten von meinem letzten Maybe Perfect Video entstanden. Und zwar war das sogar mein Haare, Make-up, Outfit, Look-Dings für meinen 18. Geburtstag. Damit ist auch dieses Bild verknüpft. Das heißt, zum einen war mein 18. Geburtstag in diesem Monat, was echt anders ist, weil ich ab da dann halt alleine Auto fahren durfte, demnach, als ich 18 geworden bin. Und ich glaube, was sehr, sehr, sehr essentiell ist, ist, dass ich einfach diese Maybe Perfect Videoreihe gemacht habe in der Zeit. Viele von euch haben das wahrscheinlich mitbekommen, denn ich habe einen Monat lang jeden zweiten Tag ein Video hochgeladen, was mich
unglaublich wenig Schlaf gekostet hat und sehr, sehr viel Arbeit. Aber es hat sich letztendlich so, so krass gelohnt und auch für mein Ego war das, glaube ich, ganz gut zu wissen. Ey, egal wie, aber letztendlich hast du alles immer geschafft, egal wie. Und auch das hat wieder bei der letzten Videoreihe geklappt, wo ich denke, oh krass, auch wenn du denkst, du bist am Ende deiner Kraft, dann irgendwie klappt es trotzdem. Und ich habe euch hier noch ein anderes Bild dann dazu gepackt und zwar ist es auch von meinem 18. Geburtstag mit einer Geburtstagstorte. Also ein wahnsinnig wichtiger Monat für mich und meine YouTube-Laufbahn, wo einfach alles so in die Wege geschickt wurde. Im Juni kam dann mein kleiner Neffe zur Welt und zwar ist das dieser kleine Kerl hier. Ich muss ihn leider zensieren, da das einfach die Eltern nicht möchten, was ich absolut verstehen kann. Ich weiß nicht, das war so der Sonnenstrahl, der mir gefehlt hat und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Baby so, so sehr geliebt habe. Also ich weiß nicht, wenn ich ihn nur 2 Tage nicht sehe, vermisse ich den und das ist so... Ich weiß nicht, ich bin eine ganz, ganz stolze Tante, muss ich sagen, glaube ich. Jedenfalls war das so ziemlich ein Neubeginn für unsere ganze Familie und ein sehr, sehr schöner Neuanfang, finde ich. Ich schicke den Gewinnern allerdings folgendes Foto mit. Und zwar ist es beim Public Viewing entstanden, denn meine Freundinnen und ich waren sehr, sehr viel Public Viewing WM-Spiele schauen. Wir haben, glaube ich, alle geschaut bis auf 2. Und wie gesagt, das war ja so der Hochpunkt im Juni. WM ist schon cool gewesen und das hat sehr viel Freude gemacht. Und weiter geht es mit dem Juli, denn dieses Bild hier ist von der Ischia-Reise. Hier sind wirklich, wirklich wundervolle Mädels drauf und ich finde, so über diese, ich glaube es war eine Woche, haben sich inzwischen echt coole Freundschaften entwickelt und man lernt die Leute kennen und zwar als Mensch. Wisst ihr, nicht so YouTuber, sondern einfach richtig als Mensch und das ist... einfach so cool und irgendwie denke ich echt noch viel so an die Zeit und wie das war. Also das war eine Wahnsinnserfahrung, mal auf einer Insel mit so einem Weibertrupp zu sein. Man hat sich echt ein bisschen gefühlt wie bei Topmodels, also ohne den Zickenkrieg, weil es gab in der Tat keinen wirklichen Zickenkrieg. Und hier habe ich noch ein zweites Bild. Das ist nämlich so ziemlich mein Lieblingsbild. Da ist die Kati von The Beauty To Go drauf und Mona von Peach Galore. Und ich liebe dieses Foto wirklich, wirklich sehr, weil die Farben und so und wir sind alle so ein bisschen braun und dieses Foto finde ich so, so schön und das packe ich euch ebenfalls dazu, also den Gewinnern. Im August waren ja dann die Videodays und wahrscheinlich werden sich viele von euch noch daran erinnern oder hoffentlich und vielleicht habe ich auch sogar einige von euch gesehen, was ich super, super cool finde. Und da habe ich folgendes Bild von euch und zwar ist das mit ein paar anderen YouTuberinnen entstanden, irgendwo zwischen dem Gewusel, zwischen Menschen. Das ist irgendwie nicht vorstellbar, wenn man hier in seinem Räumchen sitzt und hier so seine Videos dreht und dann wird es irgendwie alles Realität. Und das ist so, das ist einfach zu viel für so einen kleinen Menschenkopf. Also das ist schon krass. Da habe ich auch noch ein zweites Bild für euch, denn es wäre nicht fair, wenn ich das euch vorenthalten würde. Denn das ist von dem anschließend stattgefundenen Summer Camp und hier habe ich die Sadat kennengelernt. Hier seht ihr sie, da. Denn irgendwie mehr oder weniger durch Zufall haben wir irgendwie so rausgefunden, dass wir so voll harmonieren. Ich finde, wir haben irgendwie einen ziemlich ähnlichen Humor, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen bin ich super froh, dass ich da die Chance hatte, Sadat kennenzulernen und natürlich auch die anderen netten Menschen drauf sind, die Ombre, Lea, Chris oder Felix. Das waren ebenfalls einfach nur wundervolle 4 Tage waren es insgesamt. Im September dann habe ich meine 100.000 Abonnenten erreicht. Also vielleicht habt ihr das Video gesehen, ebenfalls wie gesagt in der Infobox. Und wir haben hier ein sehr interessantes Video gedreht, beziehungsweise einen witzigen Teil. Denn mich haben meine besten Freunde, ich liebe sie alle, mit Farbe abgeworfen und mich dabei in Zeitlupe gefilmt und so. Und schaut euch das Video mal an, es ist auf jeden Fall sehenswert und hat mich sehr viel Arbeit gekostet. Aber ich glaube, es ist wirklich cool geworden, zu sehen, was so alles passieren kann und wie das Ganze losgegangen ist mit meiner YouTube-Sache. Inzwischen habe ich sogar einen Award bekommen. Moment, den hole ich euch kurz. Hier ist er und ich kann euch einfach nur von ganzem Herzen danken, dass wir zusammen irgendwie sowas hinstellen. Das ist schon super, super krass. Also vielen Dank an euch. Schleim, Schleim, Schleim. Im Oktober hatte ich ja Herbstferien und sozusagen könnte man das Reiseferien nennen, denn ich war durchgängig die ganzen Herbstferien bis auf einen Tag unterwegs. Das heißt, es hat angefangen mit Paris, denn hier ist auch das nächste Foto entstanden, weil ich das ziemlich schön finde und es mich einfach an schöne Tage erinnert, weil ich noch nie in Paris war. Aber ich war zum Beispiel danach auch noch mit Hati in Berlin, ich war in Bielefeld, ich war bei Sadat, zweimal sogar. Und dann haben wir uns da mit den Menschen von der Melonen-Gang getroffen und einfach
super goldige Menschen, die ich echt sehr gerne habe. Und das waren wirklich, wirklich schöne 2 Wochen, aus denen ich irgendwie aus dem Koffer gelebt habe. Aber es war super cool und ich würde es gerne nochmal machen. Im November hatte ich dann viele Klausuren und demnach konnte ich dann nicht so viel schöne Sachen erleben. Aber da kam ich dann die Sadet besuchen. Also sie war das erste Mal hier auf dem Land und war super fasziniert von unserem bunten Laubwald. Und auf diesem Bild waren wir mit meinen besten Freundinnen Eislaufen. Und das war auch super, super schön. Und ich habe mich sehr über die Abwechslung gefreut zwischen meinen Klausuren. Und das war im November. Und uns bleibt jetzt nur noch der Dezember. Und hier habe ich dieses Foto für euch. Das ist bei den Dreharbeiten für meine Christmas Countdown Videoreihe entstanden. Und hier habe ich mit goldenem Hintergrund und so ganz viel Klimsel, Bimsel, Zeugs für euch schöne Videos gedreht, die euch hoffentlich auch gut gefallen haben. Und das war halt nach den ganzen Klausuren, wo ich nicht so viel Zeit für euch hatte, ein ziemlich schöner Abschluss für den Dezember, glaube ich. Als ich so die Bilder rausgesucht habe, die sind übrigens nahezu alle von Instagram, weil ich da so ziemlich meine Lebensgeschichte poste. Ja, da wird einem erst bewusst, wie viel man überhaupt in einem Jahr erreichen kann, wenn man seine Träume, seine Ziele verfolgt und wenn man bereit ist, dafür hart zu arbeiten und einfach ungewohnte Wege einzuschlagen. Einfach so, wie einen das Leben so ein bisschen führt. Dabei sollte man sich einfach von niemandem reinreden lassen. Es ist euer Leben, es ist euer Ding. Ihr müsst jetzt nicht eine YouTube-Karriere starten, nein, aber wenn ihr zum Beispiel der größte Pianist werden wollt oder, ich habe keine Ahnung, sonst wer, ein Sportler oder so, dann trainiert ihr einfach hart, dann übt ihr jeden Tag von mir aus 5 Stunden Klavier, wenn ihr das nicht eh schon macht. Und dann werdet ihr jeden Tag besser. Und wenn ihr euch die Videos am Anfang vom Jahr anguckt und meine Videos jetzt vom Jahr, dann seht ihr, was für eine Wahnsinnsveränderung man da durchmacht. Je mehr man tut, desto besser wird man einfach. Und es ist total wichtig, dass ihr dabei die richtige Herzenseinstellung bewahrt. Das heißt, macht alles mit vollem Verstand, konzentriert euch und seid euch bewusst, was ihr da macht. Es sollte jetzt zum Beispiel keine Herzenseinstellung sein, zum Beispiel, ich möchte eines Tages reich und berühmt sein. Vielleicht ist es ja eine Herzenseinstellung, nicht unbedingt die richtige, aber das ist ja euch überlassen. Ich finde, dass eine Herzenseinstellung wie zum Beispiel, ich möchte eines Tages Menschen bewegen mit meinen Worten. Ich möchte Leute inspirieren. Ich möchte Leute zeigen, dass sie das auch können, auch wenn sie aus sonst welchen Verhältnissen kommen. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr philosophisches Gelaber, aber ich denke, dass das ganz wichtig ist. Und ich denke, zum Ende vom Jahr ist das schon mal okay, wenn ich mal ein paar Gedanken weitergebe an euch und vielleicht ein paar Impulse, wie ihr neu in das Jahr starten könnt. Ich bin euch, wie gesagt, super dankbar für dieses Jahr, in dem wir so, so krasse Sachen einfach zusammengerissen haben. Das ist so, so krass und ich bin euch wirklich dankbar. Und gerne könnt ihr euch jetzt hier noch die Playlist anschauen von Marspad bzw. von den ganzen anderen Leuten, die da mitgemacht haben. Dann seht ihr noch ganz viele andere Leute, die alle eine individuelle Geschichte haben. Also super interessant finde ich das. Oder ihr könnt euch hier nochmal meine Playlist von dem Christmas Countdown anschauen, falls ihr Lust habt. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder. Und ich wünsche euch einen gesegneten Start und tollen Start in das neue Jahr 2015. Und bis dann. Tschüss.